Weil Messer macht auch viele solche Sachen, ja, kann man sagen, mittelalterliche Sachen. Das sind zum Beispiel solche Gürtel, die man auch zum Gewichtheben benutzt. Hier mit Hasenfell, mit Lamm, mit Wolf und mit Hund, Hundefell, also das ist besonders gut. Und Lama und genau. Und er verkauft diese Sachen natürlich. Стриженная тонкорунная овца. А, das ist irgendwas mit dem Schaf, ich habe es nicht genau verstanden. Genau, und die Dinger kosten etwa 20, 22 Dollar, 25 Dollar hier. Genau. Und ich wollte einfach mal, ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich Werbevideo drunter schreiben. Ich wollte das einfach mal zeigen, was der Mann drauf hat. Hier hat er seine Werkstatt und hier tut der Messer ausstellen, die er selber hergestellt hat. Das ist also aus dem Federblattstahl MB200 plus Legierung Chrom, Vanadium und Mangan dazu. Also ist es ein Kohlenstoffstahl, diese Messer hier. Er poliert die eben auf Spiegelpolitur. Er macht Haselnuss, Walnuss, Olive, was man halt möchte, dran. Dann hat er hier zum Horn, das ist ein Stahl, der auch 60, 61 Härte hat. Ich habe jetzt nicht im Kopf, genau wie der Stahl ist, aber auch ein Kohlenstoffstahl hier aus der Sicht. Der hat es echt drauf, der Mann. Und ich würde mal ganz kurz was machen, dass ich das gegen das Licht halte. Dann seht ihr das, wenn ich das jetzt hier in die Sonne halte. Kann man das sehen? Das kann man nicht sehen. Also man kann, ich habe es, also auf der Kamera kommt es nicht rüber. Aber man sieht ganz deutlich, wie hier der Erl bis hierhin durchgeht. Und den Erl hat er so eingeschnitten und damit das Epoxy halt auch in den Rillen noch zwischendurch. Er macht solche verschiedene Lederscheiben. Und für meinen Irkutsk hat er so eine mit schwarz-grünem Leder gemacht. Und hier hinten ist auch so ein ganz großes Kampfknife. Das muss ich auch mal unbedingt zeigen. Also der hat es schon drauf, der Mann. Ja, es macht Spaß, sich mit ihm zu unterhalten, weil er das alles halt in Handarbeit macht. So, jetzt würde ich mich verabschieden von euch und sage Tschüss.